Läuft schon. Hi. Ich dachte, die ist noch gar nicht an, die Kamera. Es ist Samstag und ich habe die ganze Zeit überlegt, ob ich überhaupt ein Video machen soll. Denn ich bin einfach nur genervt. Und weiß nicht. Ach, scheiße. Siehst du? Jetzt läuft das über, weil zu viel Kohlensäure. Seht ihr? Habt ihr selber gesehen? Es geht alles schief. Ich bin so genervt, weil es ist so warm. Und alle, die mich kennen, die wissen, dass ich eigentlich mag, wenn es warm ist. Ich finde es total toll, wenn es warm ist. Aber zurzeit ist das hier mein bester Freund. Das ist so schön kühl. Ich habe keinen Bock mehr. Ich habe so niedrigen Blutdruck. Der geht immer weiter runter. Mir ist schwindelig. Ich möchte jetzt Winter haben. Bitte, sofort. Dann, wenn man hier in der Küche auch noch kocht, das ist so unerträglich heiß. Sag ich euch. Ich laufe hier im Schlübbi und Dings rum. Top. Weil es mir zu heiß ist. So, jetzt muss ich kochen, weil wir natürlich Hunger haben auch mal zwischendurch. Gerade von der Arbeit gekommen, ein bisschen Haushalt gemacht und gestern, ich habe ja gestern nicht gevloggt, ich war einfach fix und fertig. Sorry, dass das jetzt so voll ein Jammer-Video ist. Ich hatte, also vorgestern habe ich ja noch gevloggt, da ist ja dann der Smurfy weggelaufen, das habe ich euch alles noch erzählt. Und gestern hatte ich die ganze Zeit immer wieder zwischendurch so ein Ziehen im Bauch. Und einen harten Bauch und so. Und dann habe ich mich nach der Arbeit weitestgehend einfach aufs Sofa gelegt. Und ihr schreibt mir auch immer in die Kommentare, Michaela, ruh dich mehr aus. Ne, du musst dich schonen, in Anführungsstrichen. Und es ist voll nicht mein Ding, ne, weil schonen, ich finde das einfach bescheuert. Aber gestern hat es mir gezeigt, dass ich mich wirklich schonen soll und muss. Und das fällt mir richtig mega schwer. Dieses Liegen und nichts tun, dabei ist so viel zu tun. Ich müsste alles packen und machen und tun. Ich hätte 1000 Ideen, was ich machen könnte. Ich bin dann auch einfach platt. Ich bin fix und alle, dann, wenn der Blutdruck so runter ist. Fühle ich mich wie so ein Schluck Wasser in der Kurve. Dann, wenn ich dann Treppen gehe oder so, dann muss ich so ganz tief durchatmen. Ich gehe mir selber auf den Keks damit. Ich laufe teilweise wie so eine alte Oma. Ja, während das jetzt noch arbeiten. Ja, dann um 16 Uhr frei. Dann kommt noch einer wegen eBay Kleinanzeigen. Wir haben die Waschmaschine im Keller verkauft. Die ist ja voll funktionsfähig. Aber wir haben uns ja diesen Waschtrockner ins Badezimmer bestellt. Und eigentlich wollten wir die im Keller verwahren, falls die im Badezimmer mal kaputt geht. Aber wenn wir jetzt umziehen, dann haben wir die einfach verkauft. Und die wird nachher abgeholt. Und Bernd wollte auch noch weitermachen mit dem Rückbau. Und da komme ich mir so bescheuert vor, ne, wenn ich dann nicht richtig mit anpacken kann. Der ist so viel am Arbeiten und am Machen jetzt, der Bernd. Der macht die ganzen Einkäufe, der kümmert sich um alles. Und sagt dann immer, schon dich, ne, ruh dich aus. Und ich habe voll das schlechte Gewissen, dass ich nicht funktioniere, so wie ich das gerne hätte. Aber ich weiß, dass es auch wichtig ist, dass ich nicht die schweren Kisten hebe und sowas alles. Und mich ausruhe. Ja, wenn das so heiß ist und so schwül, mir fällt es sogar schwer, mit dem Hund spazieren zu gehen. Also, total bescheuert. Ja, ich versuche jetzt nicht mehr so viel Also, ich versuche jetzt, euch nicht mehr so ein vorzuheulen und mi. Ich versuche mir jetzt zusammenzureißen. Und nehme euch ein bisschen
mit durch den Rest des Samstages. Es ist ja jetzt schon 14 Uhr. Und ja, zeige euch ein bisschen von meinem Genervtsein. Nein, ich versuche jetzt mich zusammenzureißen. Ach so, bevor ich das vergesse. Mich hat eine Zuschauerin gefragt über meine Uhr. Ich habe die ja schon richtig lange, ne? Also ich weiß nicht, ein Jahr oder so. Und ich wurde nie gefragt danach. Wahrscheinlich, weil ich dieses hässliche Armband da drum hatte. Also das ist ja so total used, so voll sportlich. Jetzt habe ich mir ein neues Armband bestellt. Jetzt ist die so gold. Das ist auch richtig toll, das Armband. Also man kann das halt wechseln, da gibt es ganz viele verschiedene. Und dann kann man das einfach hier so, seht ihr das? So und so dran klicken. Es gibt es in allen möglichen Farben. Das ist mit Magnet. Hier. Zack. Genau, ich wurde nämlich gefragt, deswegen erkläre ich euch das, ob ich da ein bisschen was zu erzählen kann und zeigen kann. Das ist eine Fitbit. Ich werde euch die mal unten verlinken. Jetzt brauche ich mein Handy, Moment. Und die zeigt die Uhrzeit an. Ich habe die halt so gestellt, dass die das so anzeigt, also halt auf Englisch, aber da kann man sich aussuchen, man kann Zifferblatt oder digital auf Deutsch. Und dann hat man hier, dann gibt es da eine App dazu, Schrittezähler und alles ist da mit drin. Das kann man sich auch komplett so eintragen, wie man das haben möchte hier, was man da stehen haben möchte, Etagen, Schrittezähler, wie man geschlafen hat. Volle Kontrolle. Hier, da seht ihr, wie viel ich immer wach bin. Seht ihr gar nicht, weil es nicht zeigt. Jetzt. Ne, das ist dann halt von allen Tagen. Also super toll, wie der Puls ist. Ich habe jetzt zurzeit 65, einen Ruhepuls von 65, Gewicht. Wir haben auch die Waage dazu, eine günstige Waage. Die ist connected mit der Fitbit. Und die trägt das dann alles ein. Die werde ich euch auch mal unten verlinken. Die hat nur 25 Euro, glaube ich, gekostet. Weil wir wollten nicht so viel für so eine Fitnesswaage ausgeben. Und die hat Bernd dann rausgesucht. Und die haben sich alle in unserem Bekanntenkreis auch bestellt. Weil die sich halt mit der App, also auch ohne Fitbit, kann man sich eine App runterladen für die Waage. Und dann sagt die halt das Körpergewicht und so. Ach, Körpergewicht und Körperfett und sowas alles. Und es klopft hier so. Moment. Ja, also was? Wieso? Der ist doch auch nur müde, der Smurfy. Und heiß. Ja. Ja, geh, aber die Nudeln sind gleich fertig, ne? Hm? Mit was sollen wir die denn machen? Mit Tomate und Knoblauch? Weiß ich nicht, ich möchte mal wieder ein neues Rezept ausprobieren, wenn ich da. Ja, mach. Kannst du gleich machen, gerne. Machst du für mich was mit? Ich mach ja. Super. Bis gleich. Bis gleich. Ja, jedenfalls, jetzt wo das Armband gewechselt ist, wurde ich drauf angesprochen. Hab ein bisschen was dazu erzählt. Ich hoffe, ich konnte dir weiterhelfen damit. Und ja, ich würde mir die immer wiederholen. Einziger Nachteil an dieser ist, die ist nur Spritzwasser geschützt. Also wenn man Sport macht oder wenn es mal regnet oder so, das ist okay. Aber schwimmen gehen geht damit nicht. Das geht mit Bernds Fitbit. Das ist allerdings, das ist nicht so schön. Jetzt gucken wir mal, was die Nudeln machen. Das ist ja schön, dann kocht der Calvino gleich was für mich. Ich mache die Nudeln, er macht das neue Rezept. Bin ich mal gespannt. So, umentschieden. Calvino hatte doch keine Lust zu kochen. Also gab es einfach jetzt Tomatensoße. Und zwar diese hier vom Lidl. Und die ist richtig lecker. Die mit dem orangenen Deckel. Pastasoße mit Gemüse. Die nehmen wir auch für Pizza und so. Also wenn es mal schnell gehen soll oder so heiß ist und ihr keinen Bock habt. Schnelles Gericht. Darf ich jetzt eben angeben? Ja, schau mal.
wurde ich noch mehr verwirrt. Danke, Herr Bernd. Soll ich dann nächste Woche einen Riesenpott machen von der Bolognese? Die nächste Woche voll tolle Zubatdosen noch wieder im Aldi. Was haben die? Zubatdosen. So faltbare hatte ich vorher schon mal, die Vorgeil. Faltbare? Ja, die ja so flach machen können. Kannst du eine Wasserflasche mitnehmen? Ja klar, im Schlafzimmer sind ganz viele. Eine große mit, ja? Carino. Ja. Eine große, nicht mit Sportscap, ja? Gucken wir für die Schule, wenn wir mitgeben mit Sportscap. Nein. Hat das jetzt geblitzt? Weiß ich nicht, ja. Super blitzt wahrscheinlich. Ja. So oft wie in den letzten 5 Tagen hat schon noch nie gewittert, glaube ich. Womit habe ich die denn verdient? Mit meiner unheimlich guten Laune, ja, in der Schwangerschaft? Jetzt in der Kackenlaune. Flora hat mich auch schon gefragt, ob du auch so blitzt bist. Wieso? Wie deine verflossenen Schwangerschaft ist ja schlimmer. Das ist wie Frauenperiode mal 10. Da kann man so vergleichen. Ihr seid aber nett. Nur ehrlich. Nur viel glotzt auch schon wieder hier. Ja, wo stelle ich die jetzt hin, die wunderschönen Schönheiten? Da ist die. Ich gehe jetzt runter. Kommst du mit? So, ich habe es jetzt hier hingestellt. Tada! Sit down. Er sagt, spricht Deutsch mit mir. Wenn es Fressen gibt, wird er sogar Hindi verstehen. Muss Pulver und Öl dran machen noch, ne? Doch, der mag das. Das stinkt so richtig schön nach Fisch und so. Was steht da drauf? Gib ich dir. Ach, mach einfach einen guten Schuss. Nur Pi mal Daumen. Können wir da eigentlich noch zum Braten nehmen, das Öl, oder? Das ist Lachsöl und Dorschlebertran. Wenn du möchtest. Ja, theoretisch. Weiß nicht, ob man das zum Braten nehmen kann, aber theoretisch kannst du das selber auch essen, wenn du auch so glänzendes Fell haben möchtest. So, es ist schon jetzt 21 Uhr. Hab mich nicht mehr gemeldet, sehr lange. Warum, erzähle ich euch gleich. Ich habe mir jetzt hier noch einen kleinen Snack gemacht. Tada! Was Gesundes zur Abwechslung. Und wir haben groß gelüftet. Der Eddy ist an der Leine, damit der hier nicht aus der Balkontür rausläuft oder aus dem Fenster springt. Ich mache dann immer den Ventilator in Richtung Balkontür und dann zirkuliert das so richtig. So, jetzt mache ich hier noch hoch zu das Fenster. So. Zack. Und ich weiß nicht, ob ihr es seht. Wir wollen gleich einen Film gucken. Timeline. In Time. Oder In Time. Ich dachte, der heißt Timeline. Der ist ganz gut, den haben wir schon mal gesehen. Siebenmal. Ja. Der hat doch wie diese Uhren, ja, in der Hand. So. Da ist halt anstatt Geld, ist da die Währung Zeit. Lebenszeit. Ja, das machen wir jetzt. Jetzt hole ich mir noch meinen Snack. Du kannst die Leine abmachen jetzt. Komm her, ich nehme sie. Befrei das arme Wesen. Bleibt da hier, bis das Eis auch stramponiert ist. Ja. Warte. Ja. Warte. Ich warte. Okay. So. Bernd, möchtest du erzählen von meinem Flip-Out? Warum ich nicht mehr gefilmt habe? Ich hatte einen ganz melancholischen. Ich war duschen und dann überkam es mich dann irgendwie. Weiß ich auch nicht. Immer so warm und dann fühle ich mich so dick und, also ich weiß, dass ich schwanger bin, ne, aber
weiß ich nicht, wenn das so warm ist, ich fühle mich dann so, habe mich so unwohl gefühlt die ganzen letzten Wochen. Ich schwitze so viel und immer duschen, weil ich mich unwohl fühle und ich kriege schlecht Luft und watsche wie so eine Ente. Ach, einfach die Hormone haben mich überkommen, aber... Die Mormonen. Die Mormonen. Mein Mann hat mich ganz lieb getröstet. Ja. Hast du wirklich? Ja, und er hat mir den Arsch versohlt. Nein, er hat mich wirklich lieb getröstet. Ja. Ich bin total grün von dem... Grün. Von dem Grün. Ich brauche noch Salz. Ja. Ja, auch. Gebe ich dir. Ja, eigentlich wollten wir ja noch was werkeln im Garten. Dann war Gewitter, also ging es nicht im Garten zu werkeln. Dann wollten wir in der Garage werkeln. Und dann habe ich meinen Ausraster bekommen, dann ging das auch nicht. Kann er eine Möhre anbrachen? Er darf eine Möhre. Ich teile alles. Ist okay. Bisschen Salz noch. Ja, die Kamera sieht die Poporitze nicht. Kokoritza. Kokoritza. So. Nein, ich filme dich nicht. Wir sehen aus wie in so einem Horrorfilm. Wie heißt der denn? Ist das Saw? Oder mit diesem, wo die im Wald sind? Blair Witch Project, da sind die auch so grün. Welche Fernbedienung brauchst du? Ich mach dir erstmal deine Ansage zu Ende. Ja. Ich werde das Video jetzt beenden. Wir gucken den Film. Morgen ist ein neuer Tag und dann geht es mir bestimmt wieder gut. Hoffe ich. Ja. Erst habe ich überlegt, ob ich das Video einfach auslassen soll, euch das nicht zeigen soll, aber andererseits gehören ja auch die schlechten Momente dazu, ne? Und jeder fühlt sich doch mal schlecht. Und ja, heute war halt so mein Tag, wo ich mich schlecht gefühlt habe. Und da werden bestimmt noch einige Folgen in den nächsten Wochen. Gut, ich danke euch fürs Zuschauen und würde sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss!